Hello und welcome back zu einem neuen Video von mir. Erstes Mal hier in dem neuen Hintergrund. Ich bin ein bisschen erkältet wieder. Top. Ich habe hier meinen Schminkspiegel, den Janik gestern angebracht hat. Und ich lieb's. Ich habe hier extra, er hat mit seinem Opa sogar so einen Schalter hier installiert, dass ich so ein Lichtschalter auf meinen Schminkspiegel habe. Das ist so toll. Und hier ist auch eine Alexa. Alexa, wie viel Grad hat es heute? Temperatur von 14 Grad Celsius erwartet. Ich hoffe, es ist okay zu fragen. Ich bin nur wirklich neugierig. Ich kann dir viel besser helfen, wenn ich deine Stimme kenne. So, jetzt habt ihr gerade gesehen, dass unsere Alexa auch sehr gut am Start ist. Auf jeden Fall, ich liebe diesen neuen Hintergrund hier. Ich finde es hier so nice, einfach auch so clean, aber trotzdem so ein bisschen nice. Hier liegt meine Kameratasche, das ist jetzt nicht mehr so clean. Nein, Spaß. Ich bin hier gerade in meiner Calvin Klein Schlafanzughose. Aber, man kennt es, alle, die YouTube machen, wissen, hübsches Oberteil, gammelige Schlafanzughose gefühlt beim Drehen. Aber ja, heute ist Ostern. Ich filme das Video auch erst heute. Also heute ist Ostersonntag. Und ja, ich dachte, ich beantworte noch mal ein paar Fragen zu Mental Health Sunday. Und ich habe wirklich ganz, 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 ganz viele vom letzten Mal noch. Und da wollte ich einfach nochmal drauf eingehen. Vor allem, weil ich halt immer so gute Resonanzen dazu bekomme, wenn ich die Videos drehe. Weil so viele immer schreiben, dass es ihnen wirklich so extrem hilft. Und ja, da will ich dann natürlich auch einfach weiterhin die Fragen immer beantworten, weil es anscheinend ja wirklich so hilfreich für die Leute ist. Und ja, das freut mich wirklich sehr. Also, ich würde mal anfangen mit, was machst du an Tagen, wo dir die Motivation zum Genesen der Essstörung fehlt? Also, darauf sippe ich jetzt erstmal einen Schluck Coffee. Also kann ich auf jeden Fall sagen, ich war definitiv nicht immer in der Position, wo ich mir dachte, boah, jetzt will ich recovern, ich habe übel die Motivation, auf jeden Fall nicht. Es gab immer Tage, und ich sag's euch ganz ehrlich, bis vor kurzem gab es auch immer noch Tage, wo ich mir dachte, boah, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr essen, so. Und ich wusste aber einfach zu jedem Zeitpunkt, dass das nicht die Lösung ist. Ich habe einfach solche Coping-Mechanismen gelernt, wie ich aus diesen Situationen rauskomme, dass ich mit anderen Leuten rede, dass ich mir Sachen suche, wo ich mich positiv daran erinnere, deshalb mache ich es. Dass ich einfach mir immer und immer wieder selbst sage oder mich selbst frage, woher das Gefühl überhaupt kommt. Weil ich finde, manchmal hat man so das Gefühl, wenn solche Gedanken kommen, dass man denen irgendwie so ein bisschen ausgeliefert ist. Und was es mir dann immer viel, viel, also wirklich erleichtert hat, ist, wenn ich so mich selbst gefragt habe, woher kommt dieses Gefühl? Warum ist dieses Gefühl gerade da? Und dadurch, dass man dann wusste, woher es kommt, hat man dann auch viel mehr so, sagen wir mal, analysieren können, was man gerade eigentlich braucht und was einem wirklich fehlt. Weil wenn man wirklich so denkt, man möchte in der Krankheit bleiben oder man kann nicht essen oder man hat keine Motivation, gesund zu werden, dann ist es ja eigentlich wirklich immer eine Angst, die dahinter steckt oder irgendwas anderes, wo halt eigentlich dadurch sozusagen, was halt der Coping-Mechanismus dann ist, dass man nicht isst. Aber das ist ja nicht das Hauptproblem, weil es gibt ja immer irgendwas, was dahinter steckt. Und wenn es Aufmerksamkeit ist, wenn das irgendwie ist, dass man, dass die Leute sich um einen kümmern. Es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen. Wenn es ist, wenn man nicht weiblich aussehen will, wenn man vielleicht ein Trauma hat, es gibt ja wirklich unterschiedliche Sachen, aber so, da muss man ja immer eigentlich sich sagen, okay, ich denke gerade so, ich habe keine Motivation, aber was ist gerade meine Angst? Warum habe ich Angst, gesund zu werden? Warum habe ich gerade keine Motivation? So, das hat mir immer sehr, sehr, sehr arg geholfen, dass ich es einfach mal reflektiert habe und dann auch das dann die Sachen waren, die ich sage, wenn man mit in die Therapie dann mitbringen konnte, weil ich will nicht essen, ist ja jetzt eigentlich kein Thema, was man so die Therapie so als Hauptpunkt, wenn man wirklich fortfahren will, mitbringt oder mitbringen kann. Klar, es gibt immer Situationen, vor allem wenn man so stark im Untergewicht ist, habe ich selber gemerkt, da ist der Kopf einfach wirklich nicht bereit, irgendwie so aktiv dran zu arbeiten an wirklichen Problemen, wenn man einfach so fixiert ist auf sein eigenes Essen und auf sein Verhalten, dass man da gar nicht so den Space im Kopf hat, mal drüber nachzudenken, so, woher kommen die Probleme. Aber das ist eigentlich das, was wirklich wichtig ist, weil das Problem ist ja nicht, man ist ja jetzt nicht eines Tages aufgestanden und dachte sich so, ich will es nicht mehr essen, das ist ja nicht das Grundproblem. Das Grundproblem liegt ja viel tiefer und es kommt ja auch oft aus der Kindheit, aus den jugendlichen Jahren, beziehungsweise kommt drauf an, wie alt man jetzt ist, aber und das hat mir halt immer sehr geholfen, dass ich mir halt einfach klar gemacht habe, so hey, das ist gerade in meinem Kopf und das ist ein Gedanke, aber das sind Gedanken und ich kann trotzdem mein Verhalten steuern. Das heißt, ich habe vielleicht gerade keine Motivation, aber mein Ziel ist es ja irgendwann gesund zu werden, vermutlich. Und dann muss man sich an der Stelle einfach sagen, manchmal ist Motivation nicht alles, sondern manchmal ist einfach die Disziplin, das durchzuziehen, was
um zu wissen, dass man dann das erreicht, was man möchte. Und manchmal ist es wirklich so, man ist auf dem Weg der Essstörungsrecovery und man denkt sich so, oh, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin. Aber der Punkt ist einfach, es ist eure Krankheit und je gesünder ihr werdet, sagen wir mal, und je weiter ihr auch seid, desto leiser wird die Krankheit, weil sie einfach merkt, sie hat keine Kraft mehr, so dagegen anzukommen, weil ihr einfach viel stärker werdet. Ja, das ist so das, was ich dazu jetzt auf jeden Fall mal sagen kann. Die nächste Frage ist, oh, kein Thema, aber du bist so ein riesiges Vorbild für mich. Oh, danke schön. In Recovery gehen und mit Gym anfangen, Suchtverlagerung. Also da habe ich ja am Anfang auch relativ viel Kritik bekommen, weil manche geschrieben haben, so, ja, du hast nur verlagert und das würde ich auf gar keinen Fall behaupten. Also klar, Gym tut mir wirklich immer gut und Gym ist für mich einfach auch so diese, mir geht's nicht gut, aber auch so nicht so körperlich, sondern ich habe gerade Stress, ich habe mit irgendjemand, ich habe generell Stress und dann ist Gym für mich einfach so, ich kann mal komplett den Kopf abschalten, ich kann da einfach alles rauslassen und bin danach einfach so bisschen wie ein neuer Mensch, einfach weil ich wieder so ein bisschen klarer denken kann. Und das ist für mich halt auch voll schön, weil ich sowas mit einer anderen Sportart einfach wirklich nie hatte. Und ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich würde nicht so früh mit Sport anfangen. Da muss man sich halt wirklich auch sehr, 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 sehr stark selbst reflektieren und sich auch selber fragen, gehe ich jetzt zum Sport, damit ich mir Essen verdiene, oder gehe ich einfach zum Sport, damit es mir besser geht in der Hinsicht, dass man einfach so mal abschalten kann. Und da finde ich es auch immer wieder wichtig, dass man auf jeden Fall Rest Days einlegt und mal schaut, wie sind meine Gedanken an Rest Days? Kann ich trotzdem normal essen? Geht es mir schlechter? Geht es mir besser? So. Und an der Stelle einfach grundlegend mal die Sache, nicht jeder Mensch ist fürs Gym gemacht. Es gibt Leute, die haben da wirklich einfach keinen Spaß dran. Ich kenne wirklich einige, die haben es wirklich versucht. Also sie sind ins Gym gegangen, ich bin auch mit denen trainieren gegangen. Sie waren einfach so, mir macht es hier einfach keinen Spaß. Und es ist ja auch völlig okay. Also es ist wirklich völlig okay, wenn man einfach keinen Spaß daran hat. Es gibt ja so viele andere Sportarten, die man auch machen kann. Und da muss, würde ich sagen, jeder einfach das Gleiche für sich finden. Und klar ist es immer schwierig, vor allem so ein Recovery, Essstörungs Recovery auf Insta wird ja oft so nur das Gym irgendwie so voll als gut dargestellt. Aber es muss nicht jeder ins Gym gehen. Es ist absolut nicht notwendig. Und es gibt so viele andere Sportarten. Und selbst wenn ihr gar keinen Sport macht, ihr müsst euch vor allem sagen, in der Zeit, wo ihr recovered, euer Körper muss erstmal wieder klarkommen. Sport ist ja zusätzlicher Stress für euren Körper. Und eigentlich wollt ihr ja in der Zeit das Beste für euren Körper. Und dann ist es auch komplett okay, nicht zum Sport zu gehen. Und es ist egal, ob man jetzt im Normalgewicht ist und recovered oder im Untergewicht. Euer Körper braucht gerade einfach die Zeit, um euch wieder zu vertrauen. Und da ist es wirklich nicht notwendig, Sport zu machen. Also ich würde sowieso im krassen Untergewicht keinen Sport machen. Das habe ich auch nicht. Und ja. Warum sehe ich mich im Spiegel oft anders als in echt? Das war bei mir tatsächlich auch so. Es war sehr, sehr, sehr lange so. Und was mir da geholfen hat, ich weiß nicht. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich mich so normal im Spiegel angeguckt habe, dann habe ich mich wirklich immer viel, 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 viel dicker gesehen. Aber wenn ich mich mal so zum Beispiel von hinten im Spiegel angeguckt habe oder Videos von hinten von mir gesehen habe, dann war das immer was ganz anderes, weil von hinten man sich halt so oft einfach nicht sieht und von vorne man sich ja so oft auch abcheckt. Und das hat mir dann auch teilweise geholfen, dass ich mir einfach so den Realitätscheck gemacht habe. Oder zum Beispiel hat mir auch eine Seilübung geholfen, da zeichnet man einmal so den Umfang seines Oberschenkels zum Beispiel, je nachdem, mit was man da Probleme hat. Und dann, also so wie man es denkt, zeichnet man aufs Blatt. Dann legt man ein Seil um seinen Oberschenkel und vergleicht mal, was der Unterschied ist zwischen dem, was man denkt und zwischen dem, was auf dem Blatt gezeichnet ist. Und das hat mir auch immer wirklich sehr geholfen, einfach weil ich gesehen habe, so hey, also mein Oberschenkel ist vielleicht ein Drittel von dem, was ich denke. Wie krass, dass ich das denke. Und was mir auch noch extrem geholfen hat, ist, dass ich mich, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, irgendwann nicht mehr auf die Stellen fixiert habe, die ich zu dick sehe oder wo ich halt ein Problem mit habe, sondern mich mal drauf fixiert habe, zum Beispiel so, ja, meine Augen, meine Nase, die Sachen, die ich jetzt einfach optisch nicht so schlimm fand wie andere Sachen zum Beispiel. Und das hat mir da echt geholfen. Und das Ding ist auch, das ist einfach eure Krankheit und die ist in eurem Kopf. Und je, zum Beispiel auch, je mehr man im Untergewicht ist, ist es teilweise sogar noch schlimmer, weil der Körper einfach so unterversorgt ist und ihr im Kopf gar nicht so diesen Space habt, dass ihr mal drüber nachdenken könnt, rational nachdenken könnt vor allem. Und das ist ja nicht nur im Untergewicht, sondern das ist auch einfach generell, auch im Normalgewicht, wenn ihr, oder im Übergewicht, wenn ihr wenig esst, dann hat euer Körper einfach nicht so die Energie, rational einfach wirklich realistisch nachdenken zu können. Das ist ja jetzt wie wenn ihr eure Prüfung schreibt und ihr habt nichts gegessen, so länger nicht. Dann habt ihr da ja auch Konzentrationsschwierigkeiten und
generell wahrscheinlich Schwierigkeiten, die Prüfung zu schreiben. Und so ist es einfach auch mit dem Körper. Ihr braucht da ja Verknüpfungen in eurem Gehirn, dass ihr einfach drüber rational nachdenken könnt. Und das ist ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr möglich, zumindest nicht mehr so in diesem Ausmaß möglich. Und da müsst ihr euch dann auch immer wieder klar machen, so hey, ich bin nicht dick. Also vor allem, was mir noch immer eine Zeit lang geholfen hat, also ich bin im Normalgewicht. Wie kann es sein, dass ich im Normalgewicht dick bin? Geht ja nicht. Und ja, das waren so Sachen, die mir geholfen haben, um da einfach nochmal zu realisieren, es ist einfach nur mein Kopf und dann konnte ich es irgendwie auch besser aushalten. Wie schaffe ich es endlich, mir die Recovery zuzugestehen und zu erlauben? Dazu kann ich auf jeden Fall sagen, keiner muss es sich erlauben, weil jeder hat es verdient. Es gibt niemand auf der Welt, der Recovery nicht verdient hat, weil es auch niemand auf der Welt gibt, der es nicht verdient hat, wieder glücklich zu sein. Und ich kenne diese Gedanken, dass man sich denkt, oh, ich bin ja noch nicht krank genug oder so. Wahrscheinlich fühlen sich jetzt die Hälfte der Leute ja angesprochen mit dem Gedanken. Aber jeder ist krank genug. Und schon allein der Punkt, dass ihr es denkt, ihr seid nicht krank genug, macht euch unglaublich krank, weil niemand Gesundes würde so denken. Und erlauben, gesund zu werden, da habe ich immer versucht, mir diesen Vergleich zu geben, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, ist jetzt ein bisschen dumm, aber wenn jetzt irgendjemand Krebs hat, er ist krank. Er würde sich ja niemals denken, so, ich kann mir nicht erlauben, jetzt gesund zu werden. Und das sind einfach Krankheiten. Es sind Krankheiten. Man muss sich sagen, die Krankheit nimmt so viel Teil von einem ein und die Krankheit nimmt euch auch so viel. Ich habe immer das Gefühl, in der Zeit, wo man krank ist, ist alles für einen normal, wie sein Leben halt abläuft. Und deshalb ist es halt auch so, dass man denkt, es wäre normal, dass man einfach gefühlt kein Leben mehr hat. Aber es ist einfach wirklich nicht normal. Und bloß weil ihr es als eure Normalität anseht, heißt es nicht, dass ihr auch eine andere Normalität haben könntet. Und mittlerweile denke ich mir bei mir auch so, das, was ich jetzt als normal ansehe, das war früher, hätte ich mir niemals vorstellen können. Und das, was ich mir früher als normal angesehen habe, das verstehe ich bis heute nicht, wie ich das als normal ansehen könnte, weil für mich ist es nicht normal, nur vor sich her zu vegetieren. Und euer Leben hat noch so viel, hält noch so viel für euch bereit und ihr müsst da wirklich einfach kämpfen und einmal durch. Und was auch immer meine Motivation war, ich habe mir immer gesagt, okay, jetzt gehe ich da einmal durch, wenn es in einem Jahr immer noch kacke ist, ich kann immer wieder zurück. Euch wird niemand den Weg zurück verbauen, aber den Weg, dass ihr gesund werdet, euer Körper wird es nicht endlos mitmachen und das ist halt so der Punkt, das kann halt immer vorbei sein und das ist eigentlich echt traurig, einfach weil viele sich da auch gar nicht so bewusst sind. Ja, und ich würde sagen, jetzt beenden wir auch mal das Video, weil ich wollte heute nicht so ein unfassbar langes Video machen und ja, ich hoffe, euch hat der Mental Health Sunday wieder gefallen und was ich auch noch sagen wollte, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust an einer Roomtour habt, weil dann können wir in 2 Wochen mal eine Roomtour filmen und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das seht und bis zum nächsten Video.